EA Productions. EA Productions liest Sagen des klassischen Altertums, gesammelt von Gustav Schwab. Sechstes Buch, die Sage von den Herakliden. Heute Makaria. Jetzt entstand ein solches Wehklagen, nicht nur unter den Herakliden, sondern auch unter den Bürgern Athens, dass das laute Jammergeschrei empordrang bis zur Königsburg. Dort waren bald nach dem Einzuge der Flüchtlinge die greise Mutter des Herakles, Alkmene, von Alter und Leid gebeugt, und seine blühende Tochter Makaria, die ihm Deianeira geboren hatte, vor den Blicken der Neugierigen von Demophon geborgen worden und lebten in stiller Erwartung dessen, das da kommen sollte. Alkmene, hochbejahrt und in sich gekehrt, vernahm von dem, was draußen vorging, nichts. Ihre Enkelin aber horchte auf die Jammerlaute, die aus der Tiefe emporstiegen. Es ergriff sie eine Angst um das Schicksal ihrer Brüder, und sie eilte, nicht bedenkend, dass sie alleine und eine in tiefer Zurückgezogenheit aufgewachsene Jungfrau sei, in das Gewühl des Marktes hinunter. Die versammelten Bürger mit ihrem König und nicht weniger Iolaus mit seinen Schützlingen erstaunten, als sie die Jungfrau in ihre Mitte treten sahen. Diese hatte sich eine Weile unter dem Haufen verborgen gehalten und auf diese Weise erlauscht, in welcher Not sich Athen und die Herakliden befänden und welch ein verhängnisvoller Orakelspruch einem unglücklichen Erfolge jeden Ausweg zu versperren schien. Mit festen Schritten trat sie daher vor den König Demophon und sprach: »Ihr suchet ein Opfer, das euch den glücklichen Ausgang des Krieges verbürge und durch dessen Tod meine armen Brüder vor der Wut des Tyrannen geschützt werden mögen. Eine reine Jungfrau aus edlem Stamme solltet ihr schlachten. Habt ihr denn gar nicht daran gedacht, dass die jungfräuliche Tochter des adligsten Sterblichen, des Herakles, in eurer Mitte weilt? Ja, ich selbst biete mich als Opfer an, das den Göttern umso willkommener sein muß, da es freiwillig ist. Wenn diese Stadt edelmütig genug für die Nachkommen des Herakles einen gefahrvollen Krieg unternimmt und ihre Söhne zu Hunderten opfern wird, wie sollte sich unter seiner Nachkommenschaft nicht auch ein Leben finden, das bereit ist, so trefflichen Männern durch seine Opferung den Sieg zu sichern? Wir wären nicht wert, beschirmt und gerettet zu werden, wenn keines unter uns so dächte. Darum führet mich immerhin an den Ort, wo mein Leib geopfert werden soll. Begrenzet mich, wie man ein Opfertier begrenzet. Zücket den Stahl, meine Seele wird willig entfliehen.« Iolaus und alle Umstehenden schwiegen lange, nachdem das heldenmütige Mädchen ihre feurige Anrede längst geendet hatte. Endlich sprach der Führer der Herakliden: »Jungfrau, du hast deines Vaters würdig gesprochen. Ich schäme mich deiner Worte nicht, obwohl ich dein Geschick beweine. Mir aber deuchte billig, dass alle Töchter deines Stammes zusammenkäme und das Los entschiede, welche für ihre Brüder sterben soll.« »Ich möchte nicht durch das Los sterben«, antwortete Makaria freudig, »aber zögert nicht lange, dass nicht der Feind euch überfalle und der Orakelspruch vergebens euch verliehen sei. Heißet die Frauen des Landes mit mir gehen, dass ich nicht vor Männeraugen sterbe.« So ging die hochgesinnte Jungfrau, von den edelsten Frauen Athens begleitet, freiwilligem Tode entgegen. EA Productions.